Die Gruppe reist zur Hacienda von Juan Bernardo Bermeo, Tierra de Caballos. Seine Hacienda liegt abseits von Quito in einer malerischen Gegend. Juan gilt als der berühmteste Pferdeflüsterer Ecuadors. Juan bat den Gigant mit der Zauberhand aus dem fernen Deutschland um Hilfe für zwei seiner Pferde. Eine leidende Stute und der aggressive Hengst Goya. Niemand, auch er selbst nicht, konnte ihnen bisher helfen. Ja, wir leben hier mit den Pferden. Das ist nicht mein Garten. Vielleicht ich lebe in den Garten von den Pferden. So, mein Haus ist in der Mitte, wo die Pferde weiden, das könnten wir sagen. Also, das ist nicht mein Garten, das ist der Garten von ihnen. Und ich wohne hier mit ihnen. Die erste Begegnung der beiden berühmten Pferdeexperten ist sofort von Sympathie geprägt. Buenos dias. Buenos dias. Hola. Hallo. ¿Qué tal? Yo soy Marco, mucho gusto. Marco. Estame. Juan. Moin. Guten Morgen, ich kann ein bisschen Deutsch. Wie kommt es, dass du unsere Sprache sprichst? Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich dachte, Freundin gehabt, Deutsch. Freundin gehabt? Nein, das ist schade, habe ich nicht. Ich habe das Glück gehabt, eine deutsche Freundin zu haben. Ja, super. So, und du hast eine Pferderanch hier. Hier, wir haben hier einen kleinen Pferderanch. Der Name ist Tierra de Caballos. Auf Deutsch. Ja, Land für, mit Pferden. Land mit Pferden, ja. Das ist wie ein kleiner Hotel für Pferden. Für Sportpferden und Pferden, die Aggressionprobleme haben mit den Besitzern. So, wir bringen sie hierher. Unsere Kunden schicken uns die Pferde hierher. Sie bleiben hier ein paar Monate, manche ein paar Jahre. Wir versuchen, natürlich wie möglich, dass sie sich wiederfinden. Dass sie wieder Pferde finden können. Wie viele Pferde hast du hier? Es sind 7 Hektar und wir haben 10 Pferde. Wir versuchen nicht mehr als 10 Pferde zu haben. Damit sie, ist Arbeit genug. Damit sie guten Platz haben. Aber ich spüre, eure Sonne meint es gut und ich will keine Eier auf meinem Schädel braten heute Abend. Du brauchst einen Hut. Ich glaube, ich muss mir jetzt eine Mütze holen. 7 Hektar Pferdeparadies. Doch auf der idyllischen Hacienda fühlen sich nicht nur Pferdepudel wohl. Gemeinsam mit Anton und Marco bekommt der Knochenbrecher eine Führung über die riesige Ranch und so ganz nebenbei lernen sie noch so manches dazu. Zum Beispiel über die vielfältige Verwendung von Zitronenbäumen und ihren köstlichen Früchten. Ich benutze hier diesen kleinen Zitronenwald, den ihr gerade seht, um mit den Pferden spazieren zu gehen. Und dieser Baum macht, dass die Pferde diese Position annehmen müssen. Damit sie ein bisschen den Hals lockern und sich bewegen. Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Zitrone unterm Baum gesucht und sie gegessen. Wenn sie so schmeckt, wie sie riecht, muss das köstlich sein, bloß ich kann ja kein Sauer ab, ne? Ist nicht so sauer. Nicht so sauer. Schmeckt oder nicht? Es schmeckt aber. Es ist so sauer. Harriasses, ne, da muss ich mal besser mal rein. Ich seh nochmal, aber. Ist besser mit Wasser und Zucker. Aber unwahrscheinlich, du musst mal eine Zitrone, also hier, Leute, probier das mal. Das ist sowas von lecker. Mit Tequila gehen die Zitronen auch sehr gut. Juan demonstriert Tamme ein Beispiel seiner Therapie. Seit einem Jahr arbeitet er mit dieser Stute, doch sie macht kaum Fortschritte. Das war ein Springpferd, für Jahre lang. Dann wurde es von der Polizei gekauft, dann war es ein Polizeipferd. Nachdem es in der Polizei war, hat der alte Besitzer das Pferd wieder gekauft. Und als er es wieder von der Polizei gekauft hat, hat er sehr viele Probleme in den Hufen. Im Charakter hatte er nicht so viele Probleme, aber wie ihr sehen könnt, ich habe immer gemerkt, dass das Pferd so wie traurig war, das Pferd so einen inneren Schmerz hat. Und das Pferd ist hier mehr als ein Jahr und er war sehr dünn, sehr, sehr dünn, sehr, sehr dünn und hatte sehr viel Angst vor Menschen.
Wenn du hinten jetzt guckst, hast du dein Pferd Sumpf schon mal beguckt? Von oben nicht oft. Guck die Schulter an und guck die Schulter an. Die eine so, die andere so. Der alte Besitzer, das kann nicht vorübergehend bei der Polizei passiert sein, so schief. Der alte Besitzer hat das linke Bein extrem länger gehabt. Und hier? Wenn du jetzt heutzutage heiraten solltest, guck dir das Pferd an, was deine zukünftige geritten hat im letzten halben Jahr. Okay. Dann weißt du, hast du eine hübsche Frau, die alt wird an deiner Seite, oder hast du eine, die krank wird an deiner Seite? Das Pferd lügt nicht, die Schwiegermutter immer. Und Anton muss mir jetzt sagen, was deinem Pferd fehlt. Okay. So, Anton, gerade von Arschkrucken. Du siehst die rechte Arschbacke. Die fällt ja immer so rein. So. Die zieht nach draußen. Ja, aber der Huf fällt dann wieder rein. Vorne gucken. Gut. Einmal rückwärts richten. Rückwärts? Einmal rückwärts. So, sehr kleine Schritte mit hinten links breit. Ja, hinten links ein Stück raus. Das bedeutet? Wenn hinten links raus geht, dann hinten links kleben. Wird dann auch eigentlich hinten rechts kürzer. Und fängt sich vorn rechts auf. Gut. Kreuzdarmbein an der linken Seite, Schulter rechts. Ist das Problem, Fesselträger links mit Überlastung im Schulterbereich. Dann den Rücken mache ich, da sind drei Stück, die nicht in Ordnung sind. Halswirbelsäule, hast du da was gesehen? Nee. Wie dreht er sich rund? Er guckt steif, er dreht den Kopf aus dem Genick, so. Aber er biegt sich im Hals nicht gut. Du machst die Beine und nicht das Knifflige. Ich würde jetzt vorne links anfangen, vorne rechts, hinten rechts und hinten links Problem zum Schluss. Sehr gut. Nach vorne musst du den ziehen. So. Sehr schön. Wo ist der Unterschied, wenn wir ein Kreuzdarmbeinproblem haben oder wenn wir ein Beckenproblem haben? Wie würdest du denn anfangen? Beim Beckenproblem würde ich erst, also die Seite, wo das Problem jetzt links hätte, würde ich erst bei dem Problem anfangen, dass er besser drauf stehen kann und er keine Schmerzen hat, wenn ich rundherum gehe. Sauber. Anton ist heute schwer gut auf Zack, das macht die Zitrone. Gut, gar nicht zu doll. Geh hin und sag so wie so eine Frau, wupp. Als wenn du deinen Hasen ins Bett bringst. Ja. So, einfach locker werden, jetzt drehst du den Arsch um. Lässt den Huf praktisch so entspannt, wie der ist. Jetzt kannst du aber schon rückwärts gehen. Gut, hast du ihn gehört? Ja. Das war das Problem, was das Pferd richtig gequält hat hinten. Und dadurch hat er sich vorne rechts aufgefangen und links überlastet. Dauert eine Woche, bis der richtig vom Kopf und alles wieder der alte ist. Okay. Dann ist es aber auch fast ein nagelneues Pferd wieder. Nicht jeden Tag, aber normalerweise, wenn wir ihn hier drücken, seine Stelle, fühlt er was für mich nicht normal ist. Anton hat seine Sache für heute erledigt. Denn der Rücken des Pferdes bleibt Chefsache. So, und jetzt will ich dir zeigen, jetzt musst du gucken, wenn ich die Hand hier drauf nehme, hier ziehe ich Schmerzen ab. Und hier treibe ich sie vor mir lang. So, und wenn du jetzt auf meinen Arm guckst, so viel mehr, wenn ich jetzt gleich auf den eingeklemmten Nerv komme, kriege ich die Gänsehaut. Und jetzt fängt es an zu, die Haut rauszuwerden. Hier muss ich also suchen. Der Körper ist nach so vielen Pferdeneindrängen so sensibel geworden, dass die Alarmanlagen hochgehen. Verstehst du? Ja. Zack. Tamme behandelt nicht nur die Stute. Er gibt Pferdetherapeut Juan weitere Tipps und gewährt ihm einen Einblick in die ostfriesische Pferdeheilkunde. Bei diesem Pferd machst du, bevor du arbeitest, hier ist die Wirbelsäule, den Strich mitten zum Schweif.
Okay. Ziehen. Willst du das Pferd ihm festhalten, dann kann er ihm einmal gucken. Super. Schau mal, Gedankenzug. Hier den Strich rüber machen. Ja. So, den machen wir so richtig schön deutlich. Und hier ist der Haarwirbel, siehst du das? Mhm. Da machst du dir jetzt auch einen Strich. Und dann suche ich diesen Haarwirbel hier oben und dann mache ich mir auch einen Strich rüber. Da suche ich mir den Mittelpunkt. Und dann geht der Strich hier lang. Das hast du nachher einfach im Feeling. Du siehst okay. Das, schätzt ab, das ist ein Körper. Dann gehst du hier rein, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Gleich macht er einfach so ein bisschen. So, dann habe ich ihn. Und in dem Druck fahre ich jetzt weiter hin und dann wölbt er sich wunderbar auf. Zack. Was bewirkst du damit? Was bringt das ins Pferd? Jetzt nehme ich in dem Ruck alle Wirbelkörper auseinander. Die Dornfortsätze ist nichts mehr verklebt. Alles ist frei. Wieder frei. Und jetzt kann ich hier beigehen und kann meine Übung machen, wie ich das Pferd drück drauf. Richtig drücken. Guck, er bewegt sich nicht mehr. Du musst richtig drücken. Wenn die Hebenerven frei sind, drückt das Pferd nicht mehr runter, sondern er nimmt den Rücken hoch. Verstehst du? Ja, genau. Hast du gesehen? Er bewegt sich nicht mehr. Er macht nicht mehr. Und? Siehst du, das war der Atlas. So was ich in einem Jahr alleine nur mit Pferden versucht habe, hat Tame in, wie viel war es, 6 Minuten, wieder hergebracht. Und ich habe eine Hoffnung auf einen neuen Weg. Das war wunderschön. Das sieht man nicht so viel im Pferde, in der Pferdewelt. Wer hart arbeitet, braucht auch eine Erfrischung zwischendurch. Und natürlich mit Zitronen. Auf Tamme wartet noch eine große Herausforderung. Goya, der aggressive Hengst. Vor dem nervenaufreibenden Einsatz wird aber erstmal Limonade zubereitet. Zitronen schneiden, in der Presse, volle Kanne. Ja, und das Eis brechen, Marco. Klein machen. Wohin? Pass auf. Ich übernehme jetzt das Eis. 2. Wir brauchen 6. Weißt du, aus Friesen haben auch das Rad erfunden. Ja, aus Friesen haben das Rad erfunden, waren das nicht die... Nicht nachfragen. Die Pfanne. Hier rein. Aber ein bisschen Wasser. Nicht so viel. Und jetzt sprudelt was. Bisschen mehr Zucker, würde ich sagen. Die ganze Tasse Zucker. Den Messer. Rühren. Immer tiefer, tiefer. Links umdrehen wir doch kein. Rechts um ist es. Jetzt in die Flasche rein. Jetzt so. Hier oben. Volle Kante. Hoch und steil. Auf die Zitronen. Wodka trinke ich heute Abend separat. Total lecker, nicht? Also eure Zitronen, muss ich sagen, wenn ihr sie nicht gerade so grün holt, das sind so Discounter-Dinge, die sind spanisch. So, aber hier, das ist Ecuador. Weich, bekömmlich. Also von dieser Zitrone bin ich begeistert. Salud. Salud. Bienvenidos. Salud.